Am heutigen Tag werden wir in die Gehirne von Milliarden von Menschen eindringen. Und zwar mit einem Prion. Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plague Inc. Ich habe noch nie davon gehört, aber angeblich ist ein Prion ein langsamer, schleichender und äußerst komplexer Erreger im Gehirn. Finde ich gut. Heute werden wir konfrontiert mit dem Gehirnfresser. Willkommen bei Plague Inc. Du bist eine neue Krankheit. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Okay, der Gehirnfresser schafft das. Gut, wo starten wir denn heute? Ich denke, es wäre gut, wenn der Gehirnfresser sich in China ausbreitet. Oder Indien? Ne, Indien hatten wir noch nie. Dann mal rein nach Indien. So. Da bin ich mal gespannt. Wird direkt zerplatzt. Gehirnfresser befällt Indien. Gehirnfresser hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und an hohe Temperaturen gewöhnt. Ja, dann gucke ich doch mal, was der Gehirnfresser alles so kann. Neurale Atrophie. Störung des Nervensystems verursacht Konzentrationsstörung. Komplexe Aufgaben werden schwerer. Soll ich da mal reingehen? Störung des Nervensystems. Aber eigentlich will ich ja lieber, dass sich das Ding gut verbreitet. Kriege ich hier noch mal ein paar Infos über Indien? Es ist ein heißes Land. Deshalb würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall, wir gehen trotzdem als erstes in die Luft. Ja, vor allem in trockenen Gebieten. Trocken ist das, was wir brauchen. Diese Basic-Kombo sollte man, glaube ich, am Anfang immer machen, weil damit haben wir die Schiffe und auch die Flugzeuge am Start. Der Gehirnfresser erreicht Pakistan. Sehr nice. So, da gönnen wir uns jetzt richtig rein. Ich würde jetzt ganz gern trotzdem einmal in die neurale Atrophie rein. Zack, einfach damit wir das hier weiter erforschen können. Axonale Schwellung verursacht Orientierungslosigkeit und starke Verwirrung. Oh, das werde ich, glaube ich, ja, da gehen wir auch noch rein. Wir sollten aber vielleicht hier die Standarddinger nochmal reinhauen. Gehirnfresser hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV. Ja, wunderbar. Na, ich gehe aber, ich will hier in die Arzneimittelresistenz, damit Deutschland und Amerika und so weiter schön weggeballert werden. Aber nee, Deutschland ist noch gar nicht. Boah, Indien ist schon, als ob, 1,4 Milliarden schon am Start. Ja, dann gehe ich vielleicht gleich direkt in Arzneimittel 2. Oh, Schlafstörung mutiert, das finde ich gut. Obwohl, lass uns erstmal in Hot und Cold. Und dann gehen wir gleich rein in Arzneimittelresistenz 2. Ja, ist, oh ja, schallert gut rein. Da geht so einiges. 29. Zack, damit wir uns auch in Amerika und so deutlich besser ausbreiten. Oh ja, das ist lecker. Wir spinnen so langsam wirklich ein richtig schön rotes Netz. Oh ja. Jetzt geht's wirklich richtig ab. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier reingehen. Komplexe Aufgaben werden schwerer. Bedeutet das denn, also das haben dann ja alle Leute, müsste dann nicht hier diese, ah, Leute, ihr wisst, was ich meine, ah, dass das so ein Gegenmittel entwickelt wird, dass das langsamer geht. Da gehe ich rein. Was ist das nächste? Neurale Atrophie. Zelltod hat starken Schwund des Kurzzeitgedächtnisses zur Folge. Komplexe Aufgaben werden deutlich erschwert. Doch, doch, doch. Da gehen wir mal rein. Das machen wir mal anstatt diesem Genetik-Hardening. Wenn das der falsche Weg ist, ist es der falsche Weg. Aber ich will ja wissen, was der Gehirnfresser macht. Weil sonst wäre ja langweilig, wenn wir immer nur diesem gleichen Weg folgen würden. So ein paar Sachen musst du immer machen. Das ist klar. So, dass ich das Ding überall ausbreiten kann. Aber ich will ja, dass der Gehirnfresser auch richtig reinfrisst in die Gehirne der Leute. So, dann mache ich jetzt. Zelltod hat starken Schwund. Genau. Bam, Junge. Und das war's jetzt schon. Mehr kann der Wurm jetzt nicht. Hat er hier noch irgendwie ein bisschen was am Start? Nee, hier ist alles noch entspannt. Warten wir mal ab mit dem Gehirnfresser. 2 Milliarden haben wir am Start. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir bräuchten hier Kälteresistenz. Das wäre schon mal ganz wichtig. Nein! Japan startet Arbeit an Heilmittel. Okay, jetzt ist aber die Frage, wie schnell und wie gut die am Ende sind. Ja, wir haben aber noch die Hälfte, über die Hälfte der Menschheit ist noch nicht infiziert. So, dabei bleiben wir jetzt mal. Hey, wir kriegen zu wenig Punkte. Ich kann mir vorstellen, dass es doch nicht so unbedingt der beste Weg war, den wir gewählt haben. Es gibt schon, warum gibt es Tote? Das ist doch nicht meine Schuld. Russland hat es zum Beispiel kaum erwischt. Was ist mit Russland los? Wir müssen jetzt mal ein bisschen abwarten. Zystensymptom mutiert. Aber guck mal. Japan arbeitet an dem Heilmittel. Angeblich ist das Heilmittel erst 2046 da. Junge, das dauert ja Jahre. Die sind jetzt erst bei 1%. Durchbruch bei Entzündungsforschung. Wissenschaftlern ist ein Durchbruch zum Verständnis von Entzündung gelungen. So könnten dadurch ausgelöste Krankheiten leichter geheilt werden. Jetzt sind die bei 28. What? 3 Jahre hätte ich Zeit. Ich muss hier nochmal reingehen. Weil so komme ich sonst nicht nach Grönland. Wir sind scheinbar auch von der Übertragung nicht ansteckend genug. Gehirnfresser auf die Beobachtungsliste gesetzt. Ja, bitte. Oh, doch, 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 doch. Das bringt was. Da oben geht jetzt. Kanada hat es erwischt, auch Russland. Beide sind jetzt am Start. Jawohl, wir sind in Grönland. Auch Skandinavien ist jetzt mit am Start. Ja, wir haben jetzt eigentlich die komplette Welt
haben wir infiziert. Wir haben, die sind bei 6%. Der Gehirnfresser, oh ja. Jetzt werden Gehirne gefressen, Alter. Jetzt müssen wir aber noch warten. Gleich haben wir die komplette Menschheit. Ich brauche jetzt noch mal ein paar Points. Gehirnfresser weiterentwickeln und zu töten. Ja, ja, aber ich muss doch... Mir fehlt jetzt noch ein bisschen. Aber ich glaube, das werden wir uns auch noch holen. Nee, ich warte erstmal, bis die komplette Menschheit infiziert ist. Weil dann kann ich... Anämie... Finde ich gut. So, jetzt bitte mal alle infizieren. Bitte, gib mir das, dass die Menschheit infiziert ist. Dann können wir endlich richtig reinschallern. Weil jetzt sind wir schon bei 2026, in einem Jahr und 226 Tagen. Nee, ich gehe jetzt rein. Es sind noch 6 Millionen Leute gesund. 21%. Ja, hier ist einfach das Beste, die Leute wegzuschallern. Mit Husten, Lungenentzündung, Lungenfibrose und das vollständige Organversagen. Dann werden wir hier die Sachen rückentwickeln. Krass, du bekommst ja mega viel. Hier lasse ich das mal, weil ich habe Angst, dass sonst diese Forschung zu schnell vonstatten geht. Was können wir jetzt... Achso, jetzt genau. Jetzt haben wir nochmal die 25 Points. Ah nee, warte. Das ist jetzt ins Koma. Deutlich schwerer zu heilen. Oh, das... Lass uns das machen. Es soll ja schwerer zu heilen sein. Eine systemische Infektion. Erreger befällt mehrere Organe und Gewebearten. Verursacht eine sich im ganzen Körper schnell ausbreitende Infektion. Oh ja. Ballereien. Das sollte gut abgehen. Erster Todesfall in Südafrika. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Ah, jetzt kann das erst. 2000, 13.000. Jetzt ist es ein Kampf gegen die Zeit. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich darauf, die Entwicklung eines Heilmittels für Gehirnfresser. Alter, jetzt geben die wirklich Gas. Angeblich in 190 Tagen. Da habe ich, glaube ich, habe ein Problem. Ich kann es nicht so gut stoppen, wie ich gerne möchte. 20 Millionen, 30, 38, komm, schneller, schneller, schneller. Es sind noch 7 Milliarden Menschen am Leben. Wir sind nicht tödlich genug. 50%. Schneller, bitte, es geht nicht schnell genug. Das war ein Fehler. Krass. Der Gehirnfresser. Obwohl, warte mal. Stopp. Wir haben jetzt hier, das können wir einmal rückentwickeln. Wir hätten jetzt zumindest die 24. Ich muss halt hier unten ran. Ich bräuchte 18 DNA-Punkte. Hier bekomme ich 4. Ich muss die rückentwickeln. So, warten wir da drauf. Haben wir vielleicht noch irgendeine Chance? Kriegen wir Punkte? Wir sind bei 10. Kommt schon irgendwas? Hier können wir noch was. Dann sind wir bei 15. Komm, ich mach das. Weil wir haben zumindest noch das vollständige Organversagen. Ich kann es jetzt zumindest ein bisschen verlangsamen. Deutschland beginnt zu zerfallen. Ja! Das Alltagsleben in Deutschland steht durch den Gehirnfresser vor dem Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt nur langsam. Was? Wieso denn 95? Hä, das ist hochgesprungen. What? Ja, schade. Ah, Mist. Ja, Gehirnfresser. Also wir haben 2 Milliarden Leute, konnten wir wegmachen. Niederlage. Mist. Ja, ich mache den Neustart. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Ich versuche es jetzt besser zu machen. Später. So, Leute, Chance Nummer 2. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Dieses Mal muss ich aber zugeben, habe ich gar nicht großartig in den Gehirnfresser reingeskillt. Es sieht ganz gut aus. Ich würde jetzt tatsächlich hier einmal dieses Genetic Hardening würde ich machen, damit der Erreger im Labor nur schwer analysiert werden kann. Und dann gehen wir rein in die Tödlichkeit. Bam, bam, zack. Und vollständiges Organversagen. Dann gucken wir doch mal. Erster Todesfall in Indien. Koma-Symptom. Oh, Alter, das ist krass. Weil Koma ist, glaube ich, richtig teuer gewesen. Da haben wir gerade, glaube ich, extrem viel Glück gehabt. Mexiko schließt jetzt die Flughäfen. Die Welt ist... Oh, ja, jetzt mal stopp. Stopp jetzt mit dem Heilmittel. Was brauche ich für das? 30. Ne, ich hoffe einfach, dass ich nochmal auf die 30 komme. Ich weiß zwar nicht wie. Nee, wir müssen... Lass uns lieber rückentwickeln. Weil Ansteckungsgefahr brauchen wir ja gar nicht mehr. Wichtig ist, dass wir jetzt auf die 30er-Dinger kommen. Deswegen hier, da, Umgebungsverhärtung. Diese Resistenzen sind ja relativ egal. Weil dann nehme ich hier schon einmal den mit, dass das noch langsamer vonstatten geht. Und notfalls setzen wir das nochmal zurück. Globale Forschung richtet sich auf Heilung. Ja, ich weiß. Und die gehen auch gut voran. Ey, die gehen aber ab. Und ich kriege auch irgendwie keine Points mehr. Ja, jetzt ein bisschen. Aber wir bräuchten ja mindestens 26. Haben wir denn noch eine Möglichkeit, da reinzugehen? Bei der Übertragung, ja. Da kriegen wir noch ein bisschen was. Können uns dann einmal, dass das ein bisschen zurückgesetzt wird. Hat das zu mir, aber auf 38, ey, das geht halt so schnell. Es reicht nicht aus. Ja, zumindest Zentraleuropa beginnt zu zerfallen. Aber die forschen wie die Geisteskranken. Leute, hört doch jetzt mal auf, so viel zu forschen. Ausschlagsymptom mutiert. Stopp. Ausschlag. Ja, das rückentwickle ich. Und damit kann ich hier nochmal zurücksetzen. Jawohl. Geht auf... Oh, auf 69 ist das gerade mal runter. Können wir nicht hier nochmal? Neurale Atrophie. Komplexe Aufgaben werden schwerer. Ja, Junge. Das ist doch wie die, dass die das nicht mehr so schnell entwickeln können. Das wird doch auch dann schwerer. Bitte. 3 Milliarden Menschen, die draufgehen müssen. Warte mal.
brauchen wir 19. 19 haben wir. Haben wir. Ja, ja, mach. Komplexe Aufgaben sind auch schwerer. Oh ja, das geht einen Ticken langsamer jetzt. Es sind nur noch 1,8 Milliarden. Bitte, bitte, jetzt nochmal rein hier. Neurale Atrophie. Komplexe Aufgaben werden deutlich schwerer. Keiner kann noch mehr gerade gehen. Jawohl, und das sieht auch gut aus. Die Welt 85. Nur noch 600 Millionen. Heilmittel in 313 Tagen. Das ist sehr gut. Der Gehirnfresser schafft das. Gefühlt mehr Glück als Verstand hier mit dieser Taktik. Ich habe die auch nicht, also das, was ich jetzt gemacht habe, habe ich nicht irgendwo nachgelesen oder so. Sondern ich habe einfach, glaube ich, gerade nur unfassbares Glück gehabt. Weil die sind bei 87%. Aber das schaffen die nicht mehr. Die werden draufgehen. Der Gehirnfresser frisst alles. Wir können noch mal hier unten. Symptome. Menschen sind ausgelöst durch Schlafstörung. Ja, baller noch mal die Schlafstörung rein. Da ist es auch noch mal ein bisschen zurückgegangen. Jetzt haben die Leute nämlich gar keinen Bock. 9 Jahre. Ja, 9 Jahre, das schafft ihr nicht. In 9 Jahren sind diese 8 Millionen Leute, sind die weg. Sieg. Der Gehirnfresser hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Wunderbar. So, was gibt's als nächstes? Necroa. Nicht klassifiziert. Extrem regenerative Fähigkeiten angenommen. Was bedeutet das? Boah, Junge, du siehst echt eklig aus. Aber nun gut, der andere Eklige verabschiedet sich für heute von euch. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr weiterhin Lust habt auf mehr, schaut mir mal gerne auf Paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.